Frederik Tillitzki in der Box. Steigt er da auf? Jetzt warten wir nur noch auf Pavané. Alle Pferde in den Boxen. Und jetzt der Start zum 158. Henkelpreis der Diana German Oaks. Und um die Spitze bemüht sich gleich mal dabei in der Bahnmitte. Aber es ist auch gleich Hawksmoor mit sehr gutem Architecture, mit sehr gutem Start vorne. Außen sehen wir dann die Farben von Sarandia. Innen schießt Gina ebenfalls gut dabei. Und auch Flemish Duchess. Im ersten Bogen wird es ein bisschen eng für die Favoritin, die jetzt an vierter Position, sogar fünfte ist, zu sehen ist. Vorne geht zunächst mal schießt Gina vor Sarandia. Flemish Duchess dahinter. Dann sehen wir Serienolde. Außen rückt Architecture wieder an die vierte Stelle vor. Dahinter bemüht sich dann im Mittelfeld Milenia weiter zurück in der Partie, bemühen sich auch an den Außenseiten dann unter anderem um Aufrücken hier Mare Girl, die wir sehen, und auch La Dynamite macht Boden gut. Im Mittelfeld dann zu sehen ist Daba und dahinter Night Music, dann an der Innenseite Casala, weiter zurück in der Partie Near England mit an der Außenseite Lopera und an letzter Position, da sehen wir aktuell Fosun. Schießt Gina, aber führt das Feld hier ausgangs der Kastanienallee Richtung Berg. Dahinter ist Sarandia an zweiter Position. An dritter Stelle versucht sich Architecture jetzt näher heranzuschieben. Ist dabei Flemish Duchess an der Außenseite auszumachen. Und so geht es jetzt hier bergan. Und vorne unverändertes Bild. Da geht schießt Gina an der Spitze. An zweiter Position sehen wir dahinter dann Sarandia, die versucht da näher zu kommen, aber gute drei Längen Rückstand hat. Dann ist Flemish Duchess auf dem vierten Platz, jetzt auf dem dritten Platz zu sehen, Architecture dahinter vierte, und jetzt erreichen sie die Zielgerade im 158. Henkelpreis der Diana. Wer findet hier den goldenen Weg? Sarandia geht nach vorn. Sarandia dahinter kommt an der Außenseite jetzt Serienholder auf Touren zusammen mit Architecture. Sarandia, Serienholder, Architecture, Sarandia mit Serienholder. Serienholder ist da. Serienholder außen. Sarandia innen. Architecture kann nicht mehr gewinnen. Sie ist zu weit weg. Es gibt den deutschen Sieg, aber wer holt ihn? Serienholde mit Eduardo Pedrosa. Dahinter Sarandia, dann Architecture dritte. Dahinter sehen wir die Farben von Casala noch super end auf Platz 4. Und den Rest schauen wir uns dann in Ruhe in der Wiederholung an. Und hier ist der vorläufige Richterspruch zum sechsten Rennen. Vorläufige Siegerin im 158. Henkelpreis der Diana German Oaks ist die Programmnummer 6 Serienholde. Auf dem zweiten Platz die 16 Sarandia, dritte die 1 Architecture und vierte die 9 Casala. Für die Viererwette also 6, 16, 1, 9. Fünfte dahinter übrigens noch.